Hallo, herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Video an einem besonderen Ort. Wir stehen in einer Küche, aber nicht in irgendeiner Küche, sondern in der Küche von Max. Ja, hallo, danke, dass ihr da seid. Ich finde es schön, dass du das einen besonderen Ort nennst. Ich liebe diesen Ort nämlich auch sehr, denn hier wird viel Gutes gekocht. Und heute kochen wir etwas Besonderes, vielleicht auch besonders Gutes, denn was haben wir vor, Mirko? Kochen durch Epochen, das ist der Arbeitstitel, der hier über allem steht. Wir werden mittelalterliche Gerichte kochen, aber die Frage ist, wer kann es besser? Ihr werdet es gleich erfahren. Ich bin ein großer Fan von Geschichte, ich bin aber auch ein großer Fan von Essen. Und wenn man das miteinander kombiniert, finde ich, kommt was Wunderbares bei raus. Denn wenn man Geschichte schmeckt, da kann man noch viel mehr in die Zeit eintauchen. Deshalb haben wir uns gedacht, schauen wir mal, ob wir es hinbekommen, etwas aus der Vergangenheit zu kochen. In diesem Fall aus dem Mittelalter. Hast du schon mal irgendwas aus der Vergangenheit gekocht? Ich habe mal ein Kochbuch bekocht, das etwas über 100 Jahre alt war. Das war schon außergewöhnlich. Das waren auch aus heutiger Perspektive ein bisschen absurde Speisen. Also ich habe zum Beispiel Bierfleisch gekocht. Der Name ist das Rezept, Fleisch mit Bier und ein bisschen Brot noch dazu, aber in der Suppe quasi drin. War ein bisschen speziell, aber was wir heute haben, sieht eigentlich gut aus. Sieht gut aus und das geht zurück auf ein Rezeptbuch, das älteste, bekannteste Rezeptbuch, Buch von guter Speise heißt es. Und das ist ja schon vielversprechend, muss man sagen, ja. Also gute Speise. 1350 ungefähr ist es erschienen und wir haben uns gedacht, wir kochen da mal was draus nach. Ob das so gelingt, ob man das so wirklich eins zu eins nachkochen kann, ist die Frage. Aber wir haben zum Glück eine Expertin, die sich wunderbar mit sowas auskennt. Die darf ich jetzt mal kurz begrüßen. Das ist Ipek. Herzlich willkommen. Hallo. Vom Museumsdienst in Köln. Also kein weiter Weg hier in die Küche gehabt. Also das, was wir heute kochen werden, werden 99% der Leute damals nicht gegessen haben. Weil das ist wirklich gehobene Küche, das ist herrschaftliche Küche. Man hat aufgetischt, das Aussehen war sehr wichtig. Und man hat natürlich sehr, sehr angegeben, was Gewürze anging, um einfach zu zeigen, ich kann es mir leisten. Also wer das Portemonnaie hatte, hat das auch dann seinen Gästen dann auch gezeigt. Und die normale Lohnbevölkerung, also Lohnarbeiter in den Städten und auf dem Land, die haben meistens irgendwie so Getreidebrei und sowas dann gegessen. Also wir essen heute oder wir kochen, ich hoffe, dass ich das auch essen darf, wir kochen wirklich also gehobene Küche, was damals in einem eher herrschaftlichen Haushalt dann zu finden war. Ja, du darfst das essen, du musst sogar, du bist die Schiedsrichterin, denn wir machen ja hier eine kleine Challenge. Die Grundlage für jedes gute Essen ist natürlich ein gutes Rezept, ganz klar. Oder improvisierst du auch manchmal ohne Rezept? Ich bin schon so der Typ Rezept, so ja. auf Nummer sicher, zumindest, dass man nochmal nachgucken kann, wenn man, ob man auf dem richtigen Weg ist. Und das werden wir jetzt auch machen mit einem Originalrezept eben von damals. Und das hat der Kollege Andi hier wunderbar auf so ganz altes Papier geschrieben. Das können wir jetzt auch mal umdrehen. Und das leider auch in Mittelhochdeutsch. Das heiße Hühnre vom Sprechen. Da scheitert es doch dran. Zum Glück haben wir ja Ipek hier. Kannst du vielleicht noch mal ein bisschen zur Hand gehen? Was steht denn hier? Das wäre super. Das heißt sind Hühnere von Kriechen. Man soll Hühnere braten wie ein Fleisch eines Schweins, weich gesotten wie und gehackt untereinander. Und nimm eine Vierung Rosen dazu und nimm Ingwer und Pfeffer. Und oder Essig und Zucker oder Honig und siede dort zusammen und gib's hin und versalze nicht. Übrigens, Max' Kanal könnt ihr euch hier oben anschauen, ist auf dem i verlinkt. Er hat auch schon mal für mich gekocht, war aber ein neuzeitliches Gericht. Jetzt geht's um die Wurst oder eher um das Fleisch. Die Challenge beginnt. Wollen wir mal. Ich leg das da jetzt einfach rein. Es fühlt sich so falsch an. Du legst es am Stück rein, ja? Ja, ja. Und danach wird's ja gehackt. Ich hätte es jetzt davor gehackt. Ja, mach's ruhig. Also ich habe wirklich auch keine Ahnung, was ich gerade tue. Ich mach einfach mal, ich hack das jetzt schon mal hier. Ich fühle mich hier wirklich gerade so ein bisschen wie so ein Druide, der Ingwer, Salz und Pfeffer vermörsert, um Hühner von Griechen zu machen. Vielleicht ist es ja der Zaubertrank von Asterix und Obelix, den du am Schluss hier auf jeden Fall sehr potent. Ich komme ja aus dem Badischen und im Badischen muss immer eine Soße dabei sein. Das ist ganz grauenvoll, was ich hier gemacht habe. Ich probiere einfach jetzt mal. Das sieht so gut aus, was du gemacht hast, Mirko. Ja, aber ich glaube, es schmeckt nicht gut. So,
Fleisch mit Fleisch hätten wir da im Angebot jetzt. Ja. Auch Hühner von Griechen genannt. Genau. Es sieht ganz verschieden aus und ich bin gespannt, welches richtiger ist. Auf jeden Fall. Aber das kann ja glücklicherweise Ipek beurteilen. Ja. Ipek, für dich ist hier was vorbereitet. Was sieht denn eher aus wie das Original, wenn man das so sagen kann? Also erst die Frage, ihr habt wirklich dasselbe Rezept? Ihr habt dasselbe gekocht? Ja, man mag es kaum glauben. Ja. Und von der Deko jetzt her würde ich fast von der Optik wahrscheinlich eher dazu tendieren, weil man da eben diese Rosenblätter noch hat. Ein paar Pfefferkörner würden das Ganze vielleicht noch steigern. Ich traue mich jetzt einfach mal ran und würde einfach mal von beidem immer zwei verschiedene Fleische. Genau, ja. Fleisch ist die Beilage vom Fleisch. Ich nehme jetzt nochmal von jedem eins. Ja. Sie schmecken gar nicht so unterschiedlich. Hier sind mehr Röstaromen drin, keine Frage, aber man schmeckt bei beiden den Ingwer raus. Mehr Pfeffer hättet ihr auch ruhig nehmen können und auch mehr Ingwer. Also das hätte noch durchaus ja, doch noch deftiger sein können. Von bei 1 bis 10 Punkten würde ich dem Gericht 7 Punkte geben und dem Gericht würde ich 6 Punkte geben. Okay. Na, das dann ist gar nicht so weit auseinander. Ja, Max, die gute Nachricht für mich ist, ich habe nicht komplett abgelost. Zumindest einen Punkt weniger als du nur. Ich fand, du hast dich super geschlagen. Also ich hätte mich vielleicht gar nicht entscheiden können. Ich bin natürlich trotzdem froh, dass ich zumindest einen kleinen Punkt mir sichern konnte. Aber den kann ich jetzt noch aufholen, denn wir haben ein Quiz. Jeder bekommt eine Frage und bei einer richtigen Antwort gibt es einen Punkt. Und okay. Bei einer falschen gibt es keinen. Welches Besteck liegt eher selten an einer mittelalterlichen Tafel? Ist es A, das Messer, B, die Gabel oder C, der Löffel? Ein Messer ist ja schon mal gesetzt, würde ich sagen. Das muss da sein. Eine Gabel, vielleicht hat man da so die Hand einfach genommen und das festgehalten mit der Hand, was man gestellt hat. Ein Löffel, wenn man so einen Brei gegessen hat, den gab es ja häufig anscheinend, hat man bestimmt einen Löffel gehabt. Deshalb würde ich jetzt einfach aus dem Bauch heraus sagen, die Gabel gab es selten. Damit liegst du goldrichtig, das ist wirklich Das ist richtig, ja. War die Begründung auch die irgendwo richtig? Also es war lange, lange Zeit sogar verpönt. Also eine Gabel, die vierzackige Gabel oder vierzinkige Gabel kommt erst später. Es gibt die dreizinkige und die zweizinkige. Die zwei war zum Fleisch servieren. Die dreizinkige war bei einigen auch verpönt oder man hatte Angst, weil sie so ein bisschen aussieht wie der Dreizack des Teufels. Okay. Und ein Geistlicher hat sogar in einer Schrift gesagt, irgendwie, wenn der liebe Gott gewollt hätte, dass wir eine Gabel nutzen, hätte er uns keine Finger gegeben. Und man hat also wirklich mit den Fingern das gegessen. Das könnte auch das Motto meiner Kinder sein. Von welchem Küchenutensil kommt das Sprichwort einen Zahn zulegen? Ist es A von der Obstpresse, B von der Knochensäge oder ist es von C der Kesselhalterung? Wirklich eine schwierige Frage. Also die Knochensäge ist, glaube ich, zu naheliegend. Obstpresse war und Kesselhalterung. Ein Zahn zulegen, ja, vielleicht nochmal, damit die Halterung weiter nach unten in Richtung Feuer geht. Also in der Kette macht man noch ein Glied rein, vielleicht wurde das Zahn genannt, und dann hängt es mehr über dem Feuer, wird mehr erhitzt und besser gekocht. Ihr seid super. Wir machen das bisher alles gar nicht ganz so schlecht. So, schlecht, so müssen wir jetzt weitermachen, oder? Ja, jetzt geht es um den Nachtisch. Ja. Und da legen wir jetzt auch mal einen Zahn zu, würde ich sagen. Los geht's. Ein Mandelmus. Ein Mandelmus. Geht schon mal gut los. Ja. So du willst machen ein Mandelmus. Nimm Mandelmilch und Semmelbrot. Ja. Und schneide das würfelhaft oder so und tu das in die Mandelmilch und erwelle das und nimm einen Apfel und schneide den in Würfeln. Okay. Und in eine. Und röst den in eine. Da wird es schwierig, ne? Also irgendwas Schmalz vielleicht. Schmalz, genau. Und tu dann auch noch Mandelmus und gib hin. Das ist immer wichtig, die Herausforderung. Immer hingeben. Immer hingeben. Ja, also, ohne Hingabe ist es ja nichts. Ja, brauchen, ne? Absolut. Ja. Honig steht nicht im Rezept, aber weißt du was? Ich würde sagen, wir machen es einfach mal so ein bisschen schummeln und nehmen Honig noch mit rein. Also wenn du willst. Ja, doch, klar. Eine spezielle Pfanne mir hier auch ausgenommen, als kleines Handicap. So eine Crepe-Pfanne. Geil. Sehr süß geworden. Das Problem ist, man schmeckt doch das Schwein raus, das vorher in der Pfanne gewesen ist. Das kann nicht auch der Schweineschmalz sein, aber es hat schon noch so eine Fleischnote irgendwie.
ist angerichtet und sieht ein bisschen so aus wie früher, als meine Kinder ein bisschen kleiner waren und ich ihnen abends einen Brei gemacht habe. Aber dein sieht deutlich besser aus. Wir werden gleich mal sehen, wie es ankommt. Aber davor gibt es noch mal eine kleine Runde Quiz, denn das muss noch abkühlen und ja, die Zeit nutzen wir. Welches der folgenden Gewürze findet man auf jeden Fall nicht im Buch von Gut oder Speise? Mhm. Ist das A. Safran, B. Vanille oder C. Anis? Das ist wirklich eine gute Frage. Vanille, da müssen wir jetzt wissen, woher kommt. Das ist es damals schon bekannt gewesen. Safran, ich glaube, Safran und Anis kannte man schon. Gab damals ja schon regen Austausch mit den entsprechenden Ländern. Also ich würde jetzt zu Vanille tendieren. Da würdest du richtig tendieren. Ja, okay. Ja, also Safran und Anis, habt ihr eben auch schon so richtig gesagt, kannte man schon, kam ja auch aus Fernasien, wurde dann hier hingebracht und die Vanille kommt aus Südamerika. Was ist Garum? Ist das A, römische Fischsoße? Ist das B, ein griechischer Tontopf? Oder ist das C, phönizischer Grill? Habe ich noch nie in meinem Leben von gehört. Das ist auch so eine klassische Wer wird Millionär? Eine Million Euro Frage. Ja, stimmt. Bin total froh, dass du die gestellt bekommen hast. Tontopf, wenn der irgendeine Relevanz hätte, würde ich vielleicht denken, dass man das gehört hätte, dass er vielleicht erhalten wäre und auch heute noch eine Rolle spielen würde. Fischsoße passt irgendwie und ein Grill, beim Garen würde man natürlich denken, das könnte der Grill sein, aber ich glaube, das ist ein falscher Freund. Ich gehe auf, es ist, glaube ich, eine Fischsoße. Richtig, es ist die Fischsoße, ja, es ist die Fischsoße. Yeah. Da war viel Glück dabei gerade auf jeden Fall. Ist so ein bisschen so die Alternative, also was man heute so mit Sojasoße macht, also so ein bisschen salzig auch, und das war diese römische Fischsoße, die wurde zu allem gereicht und da konnte man alles mitmachen. Also Respekt. Jetzt sollte es eigentlich abgekühlt sein, oder? Jetzt soll es abgekühlt sein, es steht 9:8 für dich. Wow. Es ist wenig gesüßt. Echt? Obwohl du hier den ganzen Honig hast. Im Rezept stand auch, glaube ich, nur Mandelmilch und gar kein Zucker oder Honig. Nee. Habt ihr da was mit reingetan? Ja, wir haben ein bisschen getrickst. Ein bisschen Honig rein. Ja, wir haben das in den modernen Gaumen angepasst. Ja. Einfach Zucker rein. Also ich rieche das Schweineschmalz noch, weil ihr ja hier gekocht habt, aber ich schmecke es nicht raus. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich glaube, bei mir wirst du es rausschmecken. Ich habe zwar nicht viel davon genommen, aber wie gesagt, die Schweinerückstände aus der Pfanne. Nein? Okay. Doch, jetzt. Ja. Nach nun. Also die Leute haben ja mit Honig gesüßt, weil Zucker, also dieser raffinierte Zucker, den wir heute haben, den gab es natürlich nicht. Mit der Mandelmilch hauptsächlich. Ne? Es gab wirklich schon Mandeln und Mandelmilch hat man dann auch selber gemacht. Ihr habt die jetzt nicht selber gemacht. Also wenn ich jetzt Punkte vergeben, muss ich ja leider, obwohl ich beides toll finde. Vom Aussehen ist das mein Favorite. Geschmacklich ist es aber das hier. Und ich würde dem wirklich 8 Punkte von 10 geben. Okay. Ich finde es gar nicht schlecht, würde ich sogar echt nachkochen. Und dem würde ich dann 6 Punkte geben. Es war wirklich spannend, Mirko. Ich danke dir. Fand ich auch. Ich danke dir. 17-14, glaube ich, hast du jetzt am Schluss gewonnen. Ja. Völlig verdient. Und ich bin trotzdem froh, dass ich nicht komplett irgendwie mit 2 Punkten hier am Ende dastehe. Ja. Also vielen Dank dir fürs Bewerten und vor allem für die Expertise. Gerne. Danke dir, Max, für die Gastfreundschaft, dass wir hier dein Geschirr dreckig machen durften und einfach die Küche nutzen und natürlich, dass du so Unterstützer bist. Gerne wieder. Ja, und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Die Rezepte sind natürlich in der Infobox. Da könnt ihr das Ganze nochmal nachkochen, auch ohne Mengenangaben, so wie wir das jetzt hatten. Und schickt uns gerne bei Instagram eure Ergebnisse. Was ist dabei rausgekommen? Wie sieht's aus? Wie hat es geschmeckt? Könnt auch gerne in den Kommentaren posten und dann sind wir da sehr gespannt drauf. Für euch geht es jetzt weiter hier mit diesem Video neben mir. Da hat Max für mich gekocht. Oh. Lasagne unter anderem. Ja. Ich habe den Geschmack jetzt noch auf der Zunge, so gut war das damals. Und direkt darunter ein Video über das Mittelalter von unserem Kanal hier, über die Zeit also, von der wir hier gerade gegessen haben. Danke euch fürs Zuschauen, danke euch nochmal. Gerne. Und bis zum nächsten Mal. Cool. Bis dahin, ciao.